You're just making things worse. Look, this is no place for a young girl all by herself. She could be hurt or worse. There's no telling what horrors await down there. Ja, Alexander ist ja relativ freundlich, ne? Ja, eigentlich schon. Ich weiß gar nicht, was der Energie hat. Kommt es jetzt nochmal? Ja, genau. Ja, da du hast doch. Na, hast du die Crowbar noch? Brecheisen oder so? Nee. Okay. Ja, müssen wir was suchen. It's very corroded, jetzt können wir natürlich einfach irgendwas draufwerfen. Ja, aber eben, vielleicht irgendwas draufschmeißen. Aber schauen wir uns erstmal um. Ja. Vielleicht ist noch was. Ja! Nazis! So süß. Quick, ich will dich mitnehmen. Ah, das Spiel ist wieder viel schöner und süßer geworden. So knuffig. Ah, goldig. Jetzt müsste noch ein Dackel irgendwo hier rumlaufen. Geh doch hin. Das nächste Let's Play, das wir machen könnten, Barbies Ponyhof 3. Das ist gruselig. I don't want to leave without you. Courage, you must go. Find Gabriel, the Outrider, and tell him to Gabriel, the Gabriel Knight? Nee, gehen wir da noch nicht mal. Geht doch noch gar nicht. Please, we don't have time to make the hole any wider. Someone is coming. Hurry. I'll cover the hole with a bed. Everything will be fine. I promise. Ja. Du kommst doch schon. Ah, okay, too narrow. Voll. Ich glaube, ja. Das kommt nochmal. Ah, Heiltränke. Oh, ein Heiltrank. Ist das ein Viech? Das würde mich wundern, wenn das durchs Rubble kommt. Weil der Rubble hat hier Gürtel hier. Ach, war hier nicht dieses Ding? It's so cold. Schlägt halt Tür ein. Ja? Nehmen wir den Padlock da unten? Ich glaube, das war. Ich glaube, der schlägt gerade ein. Ja, ich glaube, der schlägt es gerade ein, das Viech. Ja? Das wäre natürlich cool. Nee. Okay. Ich höre irgendwo was. Irgendwo war, glaube ich, irgendwas zum Aufhebeln. Welche Schlange? Ach so. Jetzt bist du nicht hier ab. Oh, nee. Das war, glaube ich, der andere Part. Okay. Okay, aber ich sollte langsam mich beeilen bei meinen. Oil wieder zur Neige geht. Licht? Oh, so schön. Ja. Die haben da drüben das immer noch unbeleuchtet. Aber da ist doch irgendwo was. Weißt du das nicht? Och, aber ich glaube, du wirst es schon bald sehen. So, ist hier noch irgendwas? Hier nicht mehr. Da war auch bloß das Lantern Oil, hoffe ich doch. Haha! Schau her. Ah, okay. Warum will ich da? Probieren wir es dann. Ich brauche noch einen Hammer, kann das sein? Und der ist wahrscheinlich da drinnen. Ja, ich glaube, du brauchst einen Hammer. Ja, ich brauche einen Hammer noch. Der ist wahrscheinlich da drinnen. Ich brauche das, um das Loch größer zu machen. Ah,
Ah, sieht immer gut aus, schaut. Oder ich muss da nochmal kurz unten hin, aber das wollte ich vermeiden, weil da die Sanity wieder brachial den Bach runter. Du kannst ja trotzdem mal reinschauen. Ich bin ja schon mal froh, dass ich hier so viel Licht habe, damit mein Eulen jetzt so rapide hier runtergeht. Oder hier liegt noch was. Das wollte hier echt nicht lang. Aber was soll's. Gut, das reicht mir schon. Ach, egal, wir wollen es dann nochmal zeigen. Ha! Ja, siehst du? Ja, gut. Oh, ja. Oh! Das ist nochmal eine Party, oder? Ich glaube, deiner Sanity geht's nicht gut, so wie ich die Sicht jetzt da gerade sehe. Sag ich ja. Aber gleich geht's dir wieder besser. So. Oh ja. Das war's schon? Jupp. Egal. Tür zu. So. Mr. Loch. Meine unsichtbaren Hände schlagen das Loch größer. Yeah. Prison! Mach mal runter! Juhu! Kräftiger Shisha-Zug. Für die Nerven. Wir sind jetzt ja kurz vor den Drains. Oh Gott, ist er noch voll. Abadab. Rechts ist immer gut. Also, rechte Richtung. Also rechts, nicht rechte Einstellung. Also, ja. Das jetzt nicht. Rechts vor links. Aber jetzt schaue ich trotzdem mal links, weil da geht's weiter. Wir wissen, ob hier noch was ist. Steine. Ja gut, dann war da nichts mehr. So. Toll, dass zugemauert worden ist. Ne? Ja, ey. Und besonders mit einem Teppich besonders. Also den lässt jetzt auch liegen. Ich frage mich, ob ich die Viecher nicht mit den fetten Steinen beschmeißen kann. Tja, mal, da ging's zur Kitchen. Da ging's. Wo ging's denn da lang? Storage. Ich muss jetzt in die Kitchen. Weil da war's, glaube ich, recht gut. Genau, das war das mit der Säure. So. Second of August, 1839. I have arrived at the village of Altstadt. It's a haven in the midst of a vast forest and the last stop before my final destination, Castle Brennenburg. It's late in the evening and the outrider, who has been with the coach since Bremen, advised me to wait until morning before I venture further. I've arranged for a bed at Der Müller, the village's only inn, and am now waiting for the sun to rise. I try to sleep, but as I close my eyes, I see the men who fell victim in London. My fear and shame forces me to witness the same scenes over and over. They are dead because of me. Dieses Deutsch, das erinnert mich wieder an Gabriel Knight 1. Oh, nee, ans 2er. Nee, auch ans 1er, wo er doch dieses Deutschlexikon da aufgemacht hat. Ja, stimmt. Drei Rote Drachen. Gabriel Knight spielen wir auch mal. Das waren tolle Spiele, vor allem das 2er. Ja. Gabriel Knight 2 ist ein gefilmtes Adventure. Also die Charaktere sind digitalisiert. Und es spielt in Deutschland. Ja? In München in sogar. München sogar. Und ich glaube, dieses Eimerchen da hinten musst du auch noch benutzen. Ich weiß nicht, ob ich es benutzen soll. Ich glaube, dann ätze ich mich bloß voll. Ja, ja, so nicht. Ich meinte, du musstest ja wahrscheinlich mit, oh, du hast nichts mehr. Nee, ich brauche irgendwie ein festes Behältnis. Die Hollow Needle vielleicht? Nee. Okay. Zip. Oh, nee, das war's hingekommen. Genau, so. Nieps! Just like why?
Also wenn das Vieh hier dich sieht, hast du ein Problem. Ja, ich verstecke mich lieber da, wo es... Bei den Steinen. Ja. So. Ich hoffe, hier ist hell genug. Schlägst die Tür ein. Das kann man gleich hören. Oh ja. Gut. Man kann auch Sachen vor die Türen schieben, Tische und so weiter, aber die bringen meist nicht viel. Ah, es ist da. Dreh dich bloß weg dann, wenn du es... Oh Gott. Es soll bloß nicht bis hierher laufen. Ich kann ein bisschen winken mit dem Schwein. Hier bin ich. Hallo. Kuckuck. Schwein. Tenderloin. Ja. Oh. Ich warte, bis die Musik sich wieder normalisiert hat. Ich trau mich nicht aufstehen. Ja, das ist, glaube ich, auch... Gerade im Licht nicht. Wenn es dich sieht, hast du dann ein richtiges Problem. Ja. Weil hier komme ich nicht raus. Aber ich höre es auch nicht mehr. Ich sehe es auch nicht. Es versteckt sich auch vor dir. Babe! Ah, widerlich. Okay, ich mache jetzt trotzdem mal ganz kurz einen Break. Ich muss eh aufs Klo. Ja, wir sind gleich für euch zumindest, ja, gleich wieder da. Bis gleich.